liebe Videofreunde. Servus, sonst geht das wieder schief. Gut gelernt. Brav, brav, brav. Ja, wir sind auf dem Weg zur Haarfell-Oase. Tatsache hat sich meine Mutti so ein bisschen stabilisiert. Und wir trauen uns mal 3 Tage wegzufahren. Und ich freue mich, mal ein bisschen abschalten und was anderes außer Altenheim sehen. Ja, und das Wetter scheint auch noch gut zu werden. Also alles gut. Ich freue mich. Wir freuen uns, nicht? Alle freuen sich. Alle freuen sich, der Hund freut sich. Und jetzt hoffen wir noch, dass wir ein schönes verlängertes Wochenende haben. Also, man sieht sich. Wir sind jetzt angekommen in der Havel-Oase. Es ist mittlerweile fast 19 Uhr, aber wir haben immer noch ganz tolles Wetter und können vielleicht sogar noch heute draußen essen. Schauen wir mal. Auf jeden Fall werden wir gleich mal ein Glas Wein draußen trinken. Und ich habe schon ein bisschen Essen vorbereitet, beziehungsweise schon alles so hingestellt. Also bei uns gibt es heute, das wollte ich euch mal zeigen. Ich halte mal zu, von welcher Firma das ist. Und zwar ist das vegan. Und es ist aus Soja, Bio-Soja gemacht. Und es ist wie Gyros. Und ich habe das schon ein paar Mal probiert. Und das schmeckt richtig, richtig lecker. Also ich bin ja immer offen für was Neues und auch mal vegan auszuprobieren. Also ich werde nie Veganer werden, Vegetarier eher, aber nicht Veganer. Aber trotzdem bin ich immer dabei, mal was auszuprobieren. Und ich kann nur sagen, dass das richtig lecker ist. Also mir schmeckt das sehr gut. Bin mal gespannt, was Michael sagt, weil ich habe auch letztens vegetarische Schnitzel gemacht. Und also Cordon Bleu, davon war er eigentlich ganz begeistert. Das fand er gar nicht schlecht. Und dann bin ich mal gespannt, was er heute dazu sagt. Und dazu gibt es dann nachher, habe ich schon vorbereitet, so ein bisschen Tomaten und Gurke. Und ich mache mir dann noch ein bisschen Schafskäse drauf. Michael mag das nicht. Und dazu gibt es Reis. Und ich hoffe mal, dass es schmecken wird. Bin mal gespannt. Essen ist jetzt fertig. Ich tue jetzt mal auf, mal gucken, ob der Mann was isst. Oder ob er gleich sagt, nee, das esse ich nicht. Schichten oder wie? Machst du das? Das ist doch jetzt leer, oder? Du willst ja keinen Schafskäse, ne? Nee. Michael isst kein Schafskäse. Er isst auch kein Parmesankäse. Er isst gar keinen Käse. Das stimmt ja nicht. Das ist ja nicht richtig, was du da erzählst. Ich dachte. Nicht so viel Fleisch. Genau. Na und? Wenn ich dir das einen ableg, isst du das? Können wir dich auch täuschen. Mm.
Na, wo will denn der mit seinem Boot hinein? Nicht den anderen? Wenn er vegan ist, nehme ich ihn. Also. So, ich wünsche dir einen guten Appetit. Den wünsche ich dir auch. Kosta. Kotze? Kosta. Ist das jetzt Hähnchen oder Schwein? Exzellent. Bitte? Der Reis schmeckt so ein bisschen nach. Weiß nicht. Nicht gut? Doch. Ja, der fährt im Kreis mit seinem Ding hier. Und? Gut ist er schon, aber schmeckt so ein bisschen nach. Weiß auch nicht. Wie nach Plastik oder so, ne? Findest du nicht? Gut ist das schon, aber schmeckt irgendwie ein bisschen nach Plastik. Er ist nicht schlecht, aber. Also wir berichten dann später, wenn wir fertig sind mit Essen. Jetzt essen wir erstmal in Ruhe. Mhm. Also mir schmeckt schon mal gut. Das ist wohl. Ja, das ist wichtig. Wenn es der Frau schmeckt. Ja, das guckst du hier. Ja. Hm. So, der Herr des Hauses hat aufgegessen. Der hat doch schon lange gegessen hier. Ach, den meinst du? Oh, mal hier. Den Alkohol beiseite schieben, den Alkohol. Aber ja, du hast gesagt, das Cordon Bleu hat dir besser geschmeckt, ne? Ja. Wieso spreche ich eigentlich für dich? Das kannst du auch selber sagen. Mir hat das Cordon Bleu besser geschmeckt. Na, ist ja schön, wenn das bei dir genauso war. Ja, also Michael, ne? Du hast gesagt, nicht so. Also Rennen dafür würde ich jetzt nicht, ne. Also mir schmeckt es immer ganz gut, muss ich sagen. Und da ich ja auch nicht mehr so sehr viel Fleisch esse, weil es mir teilweise auch nicht mehr schmeckt, muss ich ehrlich sagen, ist das eine ganz gute Alternative, vor allen Dingen, wenn es mal schnell gehen soll. Zack, reingeschmissen in die Pfanne, Reis dazu und noch ein bisschen Beilage und fertig aus. Und dann geht das immer ziemlich zügig. Ja, das ist mit dem Vegan, ist das ja so eine Sache. Ich habe gerade vorhin, war ich mit das dem Hund. Das ist nicht mal der Punkt. Der Punkt ist so rein vom Geschmack. Ja, ich war vorhin, war ich gerade mal hier mit dem Hund ein Stück spazieren. Und da gibt es hier auf den kleinen Höfchen, die hier so sind, überall Hühner und die leben so schön. Also da verstehe ich gar nicht, warum ein Veganer kein Ei isst zum Beispiel. Von solchen Sachen kann man das essen. Also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt und guckt und wo man die Sachen herbezieht. Also und vor allen Dingen ist so ein Ei so ein ganz vollwertiges Ding, ne, was der Körper eben zu 100% eben auch verwerten kann. Und 96. Ja. 96. Okay. Naja gut, es ist egal. Also ich habe übrigens auch mal veganen Käse probiert. Weil mich das einfach mal interessiert. Also ich bin ja auch sehr tierlieb und möchte immer nicht, dass den Tieren irgendwie geschadet wird und so. Aber also weder die Wurst, vegane Wurst, noch Käse konnte ich essen. Ich habe es echt weggeschmissen. Also es war nicht für mich nicht essbar. Und da ich sowieso so viele Unverträglichkeiten habe, muss ich mich auf das berufen, was ich wirklich gut vertrage und fertig aus. Und dann versuche ich halt eben, mich biotechnisch zu ernähren, dass ich wenigstens das geringere Übel für die Tiere
in Kauf nehme. Also ich kann mich nicht ganz, oder ich, ja, ich schaffe das nicht, mich ganz vegetarisch zu ernähren. Ich versuche so wenig wie möglich Fleisch zu essen. Viel Wild essen wir mittlerweile, ne? Viel Fisch. Ich entschuldige mich auch nicht dafür, dass ich Fleisch esse. Schon ein Thema beschäftigt mich schon. Also ich möchte nicht, dass ein Tier irgendwie in Massenhaltung lebt, nee, und dann auch dementsprechend in Massenschlachthöfen, also wo die Tiere, wie viel, was weiß ich, 80 Stück in der Stunde getötet werden, das möchte ich nicht essen, sowas. Definitiv nicht. Das habe ich ja gar nicht gesagt. Aber wie gesagt, wir holen unser Fleisch ja da von dem Bauern und gucken, dass es Bio ist und was weiß ich noch. Und ich entschuldige mich dafür nicht. Mittlerweile musste ja hier ein schlechtes, oder muss ich dafür entschuldigen, dass Fleisch ist? Nee, meine ich. Und jetzt eben, wie gesagt, solche Produkte probiere ich halt gerne mal aus, weil ich dann halt fleischlos mal essen kann. Und das finde ich ganz gut, wenn es für mich den einen oder anderen Tag mehr gibt, wo ich mal fleischlos essen kann. Finde ich das in Ordnung. Und das Cordon Bleu letztens, was wir gekauft haben, das hat ja auch gut geschmeckt. Ja. Aber das ist jetzt halt eben spezieller, die Geschichte hier. Und Schnitzel zählt ja nicht. Das ist eigentlich auch nicht richtig, was die Veganer machen, ne? Dass die immer so mit dem werben. Ne? Also eigentlich werben sie mit Fleisch, und das finde ich eigentlich auch nicht richtig. Aber auf der anderen Seite musst du es ja irgendwie an den Mann bringen. Ein Sojabrätling. Ja, aber du musst es, die wollen es ja irgendwie auch an den Mann bringen, dass es immer mehr Leute kaufen, und du kriegst die Leute halt einfach nur so. Also sonst haut das nicht hin. Und diesbezüglich kann ich es auch wieder verstehen, aber von eigentlich vom Grundgedanken her ist es nicht richtig, ne? So, also das zum Thema Essen. Wir werden jetzt uns an den Abwasch machen. Vegan. Ja. Wir werden es jetzt an den Abwasch machen, und dann machen wir es uns noch ein bisschen gemütlich. Ja. Schneidest du schon? Ach, da bin ich ja dafür zuständig. Ja. So, dann mache ich mich mal an den Abwasch. Was es hier nicht gibt, ist eine Spülmöglichkeit. Also ihr müsst tatsächlich wirklich im Wohnmobil spülen. Aber dafür gibt es an den Plätzen immer Wassernachschub. Ne? Ja, klar. Ja. Also hier kann man überall Wasser ordern. Man muss es dann halt eben ablassen. Wo ist denn der Ablass überhaupt? Da vorne, ja. Also muss man da mal vorfahren und ablassen. Ja. Aber ansonsten gibt es an jedem Stellplatz hier Wassermöglichkeiten zu ordern. Und deswegen macht es auch nichts aus, im Wohnmobil mal zu spülen.